Willkommen zurück zu The Last of Us Part 2. Beim letzten Mal haben wir ja quasi unseren Rückblick beendet und haben dann beschlossen so, hey, wir gehen mal Richtung Krankenhaus. Weil dort ist die nächste Person auf unserer Liste, auf unserer Fotostory, der wir den Gar ausmachen wollen. Und gleich zu Beginn auf den Weg gehen, haben wir uns ablenken lassen von diversen Gebäuden, so links und rechts und überall. Und naja, nichtsdestotrotz, wir versuchen unser Bestes, hier irgendwie noch weiterzukommen. Ob das klappt, ob ich das hinkriege, ja, wir werden sehen. Ich habe auf jeden Fall einen Bogen mit zwei Pfeilen. Ui, da hat ja viel. Hier ist jetzt nicht so viel. Okay. Wir müssen immer der 5 folgen, haben sie gesagt. Dann gehen wir natürlich immer abseits der 5 auch, zu gucken, ob wir hier und dort und überall noch was finden. Wie zum Beispiel hier in diesem tollen Truck. Eine Plastikflasche. Da ist der Pfand schon abgelaufen. Guck mal, vielleicht kann ich noch was herstellen. Nope. Nope, den nope, nope, nope. Gut, dann halt nicht, ne? Wenn ich will, der hat schon. So. Hier kann ich auch rein. Verweigert. Natürlich. Aber dann gibt es da mit Sicherheit einen anderen Weg hinein. Doch die Frage ist, wo und wie und was? Ich habe keine Ahnung. Vermutlich über den LKW. Gut. Was ist hier drüben? Kann man hier auch gleich rein? Scheiße. Alles abgesperrt. Ich muss da rein. Muss ich? Dann gehen wir in die andere Richtung. Weil da ist eine Mauer, da komme ich eh nicht lang. Gut. Das sieht aus nach... Hier könnte man hin, muss man aber nicht. Ups. Machen wir es so, ist besser. Hoffentlich haben wir keine schlafenden Hunde geweckt. Oder noch schlimmer, irgendwelche Infizierten. Bisher höre ich nichts. Eine Klinge. Mit meinem Namen drauf. Habt ihr gesehen, ne? Kartons. Überall Kartons. Klebeband. Sehr schön. Klebeband bedeutet Pfeile. So, hier noch so ein Fernseher. Oh, ist zumindest nicht umgekippt. Hat schon Vorteile. Da liegt noch ein Dokument. Ein Brief, wie auch immer. Liebling, ich habe alles gepackt, aber die Fatwa setzt jetzt schon die Leute in Busse. Und ich habe keine Ahnung, wohin du verschwunden bist. Falls ich schon weg bin, wenn du wiederkommst, ich habe ein paar meiner Sachen im Safe gelassen. Vielleicht bin ich übervorsichtig, aber die Fatwa beschlagnahmt alles Mögliche wegen der Quarantäne. Mir kommt das alles komisch vor. Die Kombination ist immer noch unser Hochzeitstag. Gut, das ist 30 Jahre her, aber du weißt doch bestimmt noch, wann das war, oder? Okay. Ein Safe gibt es hier. Das soll ich nur noch herausfinden. Wann deren Hochzeitstag ist. Was heißt, wir müssen Fotos finden. Okay. Machen wir mal hier die Tür auf. Hier ist auch keiner da. Zumindest sehe ich niemanden. Hier ist das Safe. Da. Gesundheitsprüfung 4.10.13. 30. Jahrestag. 8.10. 1983. Sehe ich das richtig? Ich hoffe. Evakuierung 24.10.13. Okay, 8.10.1983. Was habe ich gesagt? 8.10., ne? Und 83.
Jo, sieht gut aus. Der Safe ist mein, zumindest der Inhalt. Moins. Schrotflinte ist voll, ist okay, kann man machen. Was haben wir hier? Eine Spielkarte. Alle haben sie gesammelt. Star Sign. Okay. Echter Name Chang Lei. Intelligenz 80, Muskelkraft 80, Zugehörigkeit Society of Champions. Chang Lei war ein bescheidener Museumskurator, der Schriftrollen aus der Han-Dynastie studierte und eines Tages von den Geistern der großen chinesischen Geister verwandelt wurde. Jetzt verfügt er je nach Tageszeit über eine der elementaren Kräfte der chinesischen Sternzeichen. Terrakinese, Pyrokinese, Aquakinese, Ferrokinese und Arborkinese. Zusätzlich nimmt er die positiven und negativen Eigenschaften jedes Zeichens an, was je nach Situation ein Vor- oder Nachteil sein kann. Man kann nur hoffen, ihn zu einer günstigen Tageszeit zu treffen. Okay, Terrakinese ist irgendwas mit Erde, Pyrokinese ist irgendwas mit Feuer, Aquakinese ist irgendwas mit Wasser. Ferrokinese könnte irgendwas mit Metallen halt sein. Arborkinese kann ich mir nicht herleiten, da bin ich raus. So. Ansonsten sind wir voll. Ich bin voll, du bist voll, wir sind voll. Voll doof, ey. Okay, eine Tür, die ich von dieser Seite quasi geöffnet habe. Das heißt, man hätte hier noch irgendwie anders reingekommen. Okay. Kannst mal sehen. Warum steht der Fernseher hier auf dem Boden? Da kaputt. Okay. Hier noch so eine halbe Schere. Generell gibt es hier sehr, sehr viel. Eine sehr lohnenswerte Wohnung. Voll. Nicht voll, nehmen wir mit. Das ist noch voller Vorräte. Oh ja. Und das ist sehr, sehr schön. So, ich glaube, jetzt haben wir das Maximum an Pfeilen wieder. Eine Werkbank wäre mal wieder nett. Haben wir hier eine Werkbank? Ach, guck mal, einer, guck. So, können wir doch bestimmt was mit dem Bogen machen, oder? Spanngeschwindigkeit, Stabilität, Entfernungsmess. Nein! Wow! Du scheiß Kacks-Dreckspenner! Lass mich los! Verdammt. Isaac, kannst du hören? Okay. Wir gehen nicht zurück. Ihr müsst ja auch nicht zurück. Ihr müsst nur sterben. So. Wo kommen die denn auf einmal alle her? So. Da. Du wirst sowas von gemessert. Bitte. Oh Gott, bitte. Nicht. Oh Gott, was? Bitte. Nicht. Warum sollte ich? Er hat mir keinen Grund genannt. Also gab es keinen Grund. So, kann ich jetzt hier machen, was ich will? Was zum Teufel, Leute. Echt mal. So, ich würde gerne hier mal gucken. Einspanngeschwindigkeit und Spanngeschwindigkeit. Stabilität. Waffenabweichung verringern, okay. Entfernungsmaß. Dafür gehören Entfernungsmaß hinzu, um die Entfernung zu Gegner automatisch auf dem Fadenkreuz anzuzeigen. Okay. Ist das gut? Keine Ahnung. Ich würde mal sagen, ist mir fast egal. Ich mache immer die anderen beiden Dinger. Das klingt für mich erstmal plausibler. Das andere ist halt so schon fast experimentell. Ich kann mir da und halt
Schlechteres vorstellen. Ich meine, es wird wahrscheinlich so ein ähnliches Entfernungsding sein, wie wir das mit dem Fernrohr halt auch schon gesehen haben. Nur, ja, kann halt mit Entfernungsmessern wohl eher weniger anfangen. Ich finde, die Steckdose da ist relativ flach. Da passt doch so ein Stecker kaum rein. Die Nupsis von solchen Steckern ist auch mal schon irgendwie länger als sonst was. Na gut. Das wäre der kleine Hinterhalt hier. Vielleicht, den ich vorher gehört habe, ist halt schon fast ein bisschen schade. Aber dann wäre halt der Überraschungseffekt da natürlich auch nicht gewesen. So. Ich hätte mir natürlich auch gewünscht, dass wir halt mehr mitnehmen können an Pfeilen, aber naja, was willst du machen? Ja, ich habe das Heftchen da gerade gesehen, das heißt, wir haben da wieder einen neuen Talentbaum und so. Blätter ich mal durch. Organische Chemie, Theorie und Praxis, 11. Ausgabe. Weinberg, Kapur und Omenuku. Dann macht jetzt was? Sprengstoff, aha. Sprengpfeile anfertigen, okay. Fertige Pfeile mit explosiven Spitzen an, die in einem großen Umkreis schweren Schaden verursachen. Okay, das klingt sehr interessant. Verbesserte Sprengpfeilen, verbesserte Molotovs. Mehr Sprengpfeilen anfertigen und mehr Sprengpfeile anfertigen, okay. Hier war jetzt alles durch. Gut, dann nehmen wir mal die Sprengpfeile. Fragt sich halt nur, wie genau ich die dann herstellen kann. Verbesserte Zielstabilität und Genauigkeit in Bewegung. Die müssen wir so weit durchscannen, dass wir unten da das Zeug kriegen. So. Kommt zur WLF-Notiz, haben wir das überhaupt gelesen? Achso, das war das Ding. Ah, ja, ja, ja. So, und wie lege ich dann andere Pfeile an? Das sehen wir dann wahrscheinlich, wenn wir neues Bindemittel hier haben. Verbundzeug. Farbbandagen oder sowas. So, noch eine Notiz. Hey Melissa, ich lasse das hier, falls du dich doch noch entscheidest, uns zu begleiten. Wir werden das Versteck bei Tagesanbruch verlassen und weiterziehen. Ich habe die anderen so lange wie möglich hingehalten, aber mittlerweile wird Isaac nach uns suchen. Und wir können uns noch lebhaft an das Schicksal der letzten Deserteure erinnern. Wir wollen immer noch nach Süden gehen und nachsehen, ob diese Gerüchte stimmen. Vielleicht ist alles Blödsinn, aber hoffnungsvoller Blödsinn ist immer noch lieber als Isaacs Fanatismus jeden Tag. Denk daran, wer wir waren. Die WLF hat uns aufgenommen, aber das sind nicht unsere Leute. Ich wünsche, du hättest das Stadion mit uns zusammen verlassen. Ich hoffe, du tust es noch. Jiso. Okay. Dachtet ihr, ich wäre ein Wolf? Aber echt. Das schon da hinten steht jemand. Ja, gut. Der ist tot. So, hier mal ein bisschen was nachladen. Hier nachladen. Grundsätzlich immer volle Magazine sind ja nie verkehrt. Munition wechseln. Ah, okay, mit Dreieck geht das dann. Ich muss vorsichtiger sein. Ach, vorsichtig. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Hier. Ist doch eine Falle. So ein Lärmmachdingens. Reicht noch nicht, um wieder was herzustellen. Okay, kann ich da? Okay. Das ist die Tür, ne? Was sie für einen Krach macht. Wir machen nochmal die Tür hier vielleicht aufschließen. Ist ja nicht verkehrt.
Da kommt sowieso keiner mehr, hoffe ich. Mal gucken, was wir hier im Keller haben. Warum hat man hier den Keller so barrikadiert, so mit Lärm, Alarm und so? Sehen wir mal, was hier drin ist. Da ist ein blutiger Waschkorb. Okay. Das meiste davon kann ich eh nicht mitnehmen. Schade eigentlich. Will ich wissen, was denn in dem blutigen Wäschekorb ist? Nein. Will ich da durch? Ich habe keine Ahnung. Okay, es wäre einfach nur ein alternativer Gang hier rein. Okay. So wäre man dann anders hier reingekommen. Und dann hätte man sich einen Weg gesucht, halt da oben, da anders in den Raum da reinzukommen. Okay. So, jetzt müssen wir aber hier rein. Das Gebäude habe ich ja so weit durch das andere. Okay. Ist auch dicht, okay. Hätte sein können, aber nö. Guten Tag. Ist hier jemand? Das ist etwas. Vorsicht, keine Mülltonne auf Rampe. Ja, die fallen halt sonst runter. Oh, vielleicht sollte ich das tatsächlich tun. Rutschgefahr auf Rampe. Sind hier auch sonstige Gefahren? Irgendwie Infizierte oder so? Ich höre jetzt zumindest nichts. Will ich jetzt den Container hier hochschieben oder will ich die Kraft des rutschenden Containers nutzen, um irgendwas aufzumachen? Ich habe keine Ahnung. Die kann ich auf jeden Fall aufmachen. Okay, das ist einfach nur nochmal. Hey, Vorsicht, rutschige Rampe. Okay, das ging erstaunlich leicht. Okay. Jo, das klappt. Das hat auf Anhieb geklappt. Wow. Das war ziemlich schlau, Ellie. Ja. Kann man so sehen. Und das, obwohl ich das ausgeführt habe. Sachen gibt's. Der Wahnsinn. So. Machen wir jetzt hier die Türen auf. Offen ist offen. Für den Fall, dass ich quasi zurückrennen muss. Was ich nicht hoffe, aber man weiß ja nie. So, nö. Einfach da weiter. Okay. Das ist das Krankenhaus. Fuck. Ich dachte, ich wäre näher. Oh ja, da ist noch ein ganzes Stück. Aber ja, da ist auf jeden Fall, glaube ich, ein ganz anderes Krankenhaus als das, wo wir gewesen sind damals. Seattle Lake Hill Hospital. Ich glaube, das ist es. Achte aufs große rote Schild. Okay. Dieses große rote Schild da hinten, da, das mit dem Kreuz. So, Seattle Conference Center. Da soll ich jetzt wahrscheinlich rein, ja? Hoffen wir, dass das hier nicht allzu blöd wird. Comic Expo 2013.
So. Wie komme ich jetzt hier runter? So elegant und so. So, schmeiß mal den Kanister runter. Okay, das hat funktioniert. Ich hatte schon fast befürchtet, dass wir irgendwie sterben, aber so schlimm ist es nicht geworden. Okay. Shit. Was war das? Was war das? Eine Showroom 2. Ist aber alles verbarrikadiert. Wahrscheinlich auch besser so. Na gut, dann gehen wir da hinten lang. Durch da. Guten Tag. Was geht hier drin ab? Nicht so viel. Okay, weitermachen. Okay. Ich gehe, es hier drin stinkt. Na super. Die Frage ist, wonach stinkt es genau? Fäkalien, Sporen, tote Tiere. Im Moment fehlt mir halt wirklich irgendwie ein anderer NPC, mit dem man hier quatschen kann. Mit dem man so hin und wieder kleine Gespräche führt. Das kommt schon noch wieder, bin ich mir sicher. Oh, ich würde sagen, der ist tot, ne? Scheiß Wurf. Geschieht ja recht. Aber echt. Ihr seid alle scheiße. Bestimmt. Oh! Scheiße. Verflucht. Okay. Okay. Was ich mir gerade so denke, bei unserem Racheakt von wegen so, ne, scheiß Wolf und so, man. Wer weiß, ob diese Abby nicht auch letztendlich einen selbigen Racheakt ausgeführt hat, wie Ellie an sich. Ich würde schon fast davon ausgehen. Der Nose ist das Scheiße. Nicht gut. Ich meine, ist Joel tot? Okay. Keiner hier? Dich hat's echt erwischt. Jo, die sind echt tot. Wer hätte es gedacht? Sounds, ne? Die massieren mir wieder die Ohren. Hallo? Toll. Ja, der wurde auch ordentlich zerfetzt. Von dem Vieh, was hier gerade so rumgekrabbelt ist. Keine Ahnung. Am besten über den Ausgang.
Einfach so jetzt rumballern ist natürlich auch keine gute Idee, ne? Kommen die wahrscheinlich alle auf mich zu. Da hinten ist einer. Jetzt einfach so auf den Baller. Ist doof, oder? Ja, beweg dich doch. Es wäre mir echt lieber, wenn ich jetzt die einfach alle wegnatzen würde. Bin dezent angespannt. Umsehen und so. Okay, eine weniger. Sind gar nicht so schlimm. Zumindest so jetzt. Warte, jetzt ist es ein bisschen schlimmer. Aber da habe ich mich glücklicherweise geirrt. Blöde ist halt einfach, dass man die nicht hören kann. Okay. Wir sind aber schon so ein bisschen feige, oder? So. Er ist weg. Lade nach. Wow. Weg ist weg. Wow, 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 wow. Lass das. Okay. Paar Schuss haben wir noch. Sonst noch jemand? Okay, das war's schon. Na, dann kann ich mich ja hier umgucken. Wie komme ich jetzt hier raus? Zu Fuchs, immer noch. Aber erstmal umgucken. Zum einen, ne, Spielkarten und Band und Zeug. Mal, da können wir uns doch unsere ersten Explosivpfeile auch mal herstellen. Okay. Überall dieses komische Pilzzeug hier, das sich hier ausgebreitet hat. Voll uncool. Dass man diese Viecher auch so gar nicht hören kann, ne? Ist natürlich halt auch unangenehm. Also zumindest so gar nicht so, von wegen so mit unserem Lauschmodus. Ich habe keine genaue Ahnung, wohin ich genau jetzt laufen soll und so. Ich habe nämlich die Orientierung schon so leicht verloren. Eigentlich nicht nur leicht, sondern ziemlich sehr. Hier ist noch alles matschig. Muss mal neu tapeziert werden und so. Cool. Ah, okay, hier ist die Stelle, wo wir vorher mehrere gesehen haben, die da in alle Richtungen verschwunden sind. Wo ich noch so kurz überlegt hatte, so innerlich. Das habe ich, glaube ich, nicht erwähnt. So, ja, da einen Molotow reinwerfen. Aber habe ich ja dann doch nicht gemacht. Weil die ja dann eh gescripteterweise abgehauen sind. Also gut.
laufe jetzt hier noch so ein bisschen, aber ich befürchte fast, hier ist auch nicht so viel zu holen. Hier war ich schon in einem Raum. Lade hier nochmal nach. Okay, das ist hier. Hier geht's dann gleich weiter. Hier war ich noch nicht. Ich glaube, ich höre da noch welche von denen. Vielleicht verhöre ich mich da auch. Irgendwas müssen wir wieder nach draußen. So. Das Ding könnten wir theoretisch wieder herstellen. Machen wir auch mal. Das ist ja nicht so verkehrt. So, runter ist auf jeden Fall nicht. Also gehen wir eigentlich nur hoch. Oh, irgendwas konnte ich mir mit L3 ansehen. Da hinten da, das Krankenhaus. Okay. Ja, nicht mehr weit. Aber wie weit dies nicht mehr weit ist, das finden wir dann halt erst heraus in der nächsten Folge von The Last of Us Part 2. Bis dahin, viel Spaß noch, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.